Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar geht es diesmal darum, ich möchte gerne eure Meinung wissen, und zwar zu meinen Endcards. Ja, ich werde es jetzt gerade, während ich hier rede, im Hintergrund nochmal abspielen, damit ihr auch wisst, worum es sich handelt. Und zwar habe ich neulich, im Moment der Aufnahme neulich, ein Video gesehen von einem anderen Let's Player, der eben aus gegebenem Anlass seine Endcard einmalig statt 10 Sekunden rum, ja, 40 bis 50 Sekunden rum lang hatte. Und in den Kommentaren wurde dann diskutiert von wegen, ob das nicht zu lang ist, ob das nicht den Zuschauerfluss stört, wenn man per Playlist zum Beispiel schaut und dann eben plötzlich so eine lange Endcard drin hat und so weiter und so fort. Und in Anbetracht der Tatsache, dass meine Endcards ja alle ein wenig länger sind, würde ich da gerne eure Meinung wissen. Ich habe da auch ein kleines, ja, eine kleine Umfrage eingerichtet über Google Docs. Theoretisch sollte das dort auch möglich sein zu antworten, ohne dass ihr angemeldet seid. Aber ich würde euch trotzdem halt dann bitten, wirklich jeder nur einmal zu antworten. Das kann man halt dann ohne Anmeldung eben nicht nachprüfen lassen, aber ich will es auch nicht zwangsweise eben das so einstellen, dass jeder von euch sich da erst anmelden muss. Wobei das ja theoretisch, wenn man einen YouTube-Account hat, sowieso über das Google-Konto, das man dann ja zwangsweise hat, möglich sein sollte, aber egal. Auf jeden Fall würde ich da gerne wissen, was ihr davon haltet. Findet ihr meine Endcards zu lang? Soll ich da irgendwie was ändern? Ich habe da auch ein paar Vorschläge meinerseits schon auch in diese Umfrage mit reingepackt, falls man da beantwortet, ja, es sind zu lang, habe ich drei Vorschläge reingepackt. Und zwar wäre der eine dann nämlich, dass ich meine Verabschiedung, die ich ja nach jedem Video eigentlich mache, in die Endcard verlagere. Also, dass ich die Endcard schon einspiele, während ich meine Verabschiedung mache. Das ist ein bisschen mehr Schneidaufwand, aber es wäre wohl durchaus eine Lösung. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich versuche, meine Endcards zu kürzen auf, sagen wir mal, 15 bis 30 Sekunden. Ich denke, das wäre noch ein annehmbarer Bereich. Das kommt dann halt je nach Endcard ein, weil ich versuche ja auch immer ein bisschen, das gefällt mir halt, dass ich dann immer ein bisschen kreativ versuchen kann zu sein und es an ein Projekt anzupassen. Da habe ich durchaus nämlich meinen Spaß dran, deswegen will ich es halt nicht ganz wegnehmen. Und eine andere Möglichkeit wäre, puh, jetzt muss ich gerade überlegen, Also, das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass ich was da habe ich gerade richtig schon dran bin. gesagt? Die Weiß überhaupt Verabschiedung nicht, während wo der ich Endcard, hin die muss, Endcard kürzen. Ach wenn. ja, genau, eine andere Ja, Möglichkeit wäre aber. eventuell, die Endcard nur noch alle 15 Minuten Ja, lang ich ranzuhängen. laufe einfach mal schnell. Alle 5 Minuten, was meine ich mit Minuten? Ich meine alle 5 Parts, also Part 5, Part 10, Part 15 und so weiter und so fort. Wäre auch noch ein Angebot, das ich euch machen könnte, dass ich das so regel. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Fragestellung, weil Dann andere kann man halt die ein bisschen dann auch kreativer meinten, und lang aus ist doch egal, dann kannst du den denken Part, und während die Musik läuft, in dieser Minute so ein bisschen, ja, rekonstruieren, rekapitulieren und so weiter und so fort. Und bei der Endcard gerade eben das kurze Stückel, wo das Portal ohne Videoinhalt war, das ist in den Videos selber nicht. Das ist, habe ich da immer schön hinten weggeschnitten. Aber es ist halt in der Rohdatei der Endcard vorhanden gewesen von Portal 2. Ist ja auch egal, darum geht es jetzt nicht. Also es würde mich auf jeden Fall freuen, da eure Meinungen dazu zu hören. Beziehungsweise zu sehen. Hören ist ja nicht wirklich, aber ich könnte es ja gerne sehen. Würde mich sehr freuen, entweder in Kommentarform oder eben in dieser Umfrage. Gerne auch beides. Und ja, die Sache ist halt nur, wenn ich ein Feedback habe, kann ich da irgendwas dran ändern und schauen, dass ich das besser mache. Und ja, würde mich doch sehr freuen. Gut, dann bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit, dass ihr hier zugeschautet habt. Zugeschautet habt. Ja, zugeschaltet habt oder zugeschaut. Ja, sollte mich schon entscheiden, ne? Und ja, dann sieht man sich hoffentlich bei einem anderen Video auch wieder. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.